Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Bullshit Monday. Und heute machen wir mal einen kleinen Flashback zum Vorgängerformat. Denn ich war jetzt in den letzten Tagen mal wieder auf meiner Lieblingswebsite. Nein, nicht was ihr denkt, sondern Game Jolt. Und zwar habe ich da das hier gefunden. Das ist ein Horror-Game. Und wer mich kennt, der weiß, oder wer meine früheren Videos kennt, der weiß, ich mag Horror-Games. Der läuft schneller! Nein, wirklich. Und ja. Und ich dachte mir, es ist eine super Idee und das können wir doch einfach mal machen. Oder? Wenn ich das nicht. Okay. Und deswegen würde ich sagen, wir legen einfach mal los. Und ja. Man kann das übrigens auch mit Controller spielen. Moment, was? ASD zum Moven, Space to Jump, Shift to Run. Stabil. So. Papa, kannst du Mr. Hop heute Abend nehmen? Sei nicht albern, Ruby. Was würde deine Oma davon halten? Das ist, geht zu schnell. Ich lasse dein Nachtlicht an. Versuche etwas zu schlafen. Also, man sieht halt viel. Mama, Papa. Die sind schon tot. Ja. Tschüss! Hätte Ruby nur auf ihre Eltern gehört und ihre Spielsachen weggeräumt. Achte darauf, immer die im Haus verstreuten Spielsachen zu umgehen oder so. Tschüss! Tschüss! Wie nehme ich Sachen? E? Oh. Mom, Jenna, Dad, David, me, Ruby. Sie ist traurig und da unten sieht man ein Ding, so einen Schattenhasen. Oh, so. Tipp, Schritte sind laut. Stelle sicher, dass es sicher ist, bevor du... Alter. Angst. Wozu bin ich dann hier lang? Lauf, 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 lauf. Kind ist Asthmatikerin aus Leidenschaft, wirklich. Halt dein Maul! Höre genau auf deine Umgebung. Nein, ich will das Spiel nicht verlassen. Schade. Einfach easy. Mama, Papa, wo bist du? Also, ne, ist bestimmt der Wind. Junge! Okay, wir warten mal, bis das aufgehört hat zu blinken, Ojo.
Okay, Ding. Alles gut, alles gut. Alter! Oh mein Gott! Mister! Es geht, Bro. Lauf doch! Mein Gott! Es geht, Bro. Drücke runter. 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 Okay. Und nee, jetzt sagt mir nicht, der Hund ist auch hier unten. Lauf, lauf und runter. Leise, sonst findet er uns und frisst uns. Gut, Bro. Oh mein Gott. Also, ja. Ja. Lauf, lauf, lauf. Scheißkanicke. Alles gut, alles gut. Halt dein Maul! Oh mein Gott! Mutter. Suche Rubys Mutter. Oh, ich habe einen Schlüssel. Springt aber wie Super Mario. Sag mir bitte nicht, ich muss wieder zurück. Nee. Jetzt geht er wieder von da nach da. Muss das Spiel aber tatsächlich mal einen Tacken ohne Regen. Nee, das wäre eine dumme Idee. Abfahrt. Tschüss. Tschüss. Mutter. Ein Kassettenrekorder. Auf einem kleinen Zettel im Anhang steht unter dem Spiegel. Oh nein, jetzt müssen wir Kassetten finden. Wieso geht das kleine Mädchen nachts in den Keller? Weil es fucking dumm ist. Okay? Da ist schon unser Freund der Hase. Was geht, Bro? Jetzt geht er wieder rüber. Da drüben dreht er dann wieder um. Sag ich doch.
Fuck. Fucking hell, not again. Finde die Kassetten. Ganz leise. Jahrestag, 18. April. Ja, das ist schön. Das ist wunderschön. Bin ich jetzt irgendwie nach hier raus? Kurz noch meine Ausdauer irgendwie auffüllen. Aha, du scheiß dummer Hase. Warte, unterm Spiegel. Ja, was soll da sein? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Dieses Viech macht mir fucking Angst, okay? Ach, wenn ich... wenn ich gerannt bin und dann mal weiter renne, dann füllt sich die Stamina, weiß ich nicht. Da unten dieser Balken füllt sich da nicht wieder auf. Du Hund? Was soll ich jetzt hier machen? Genau so bin ich hingekommen. Dein Maul! Ohoho. Ich sehe das Ende. Bist du, alter Junge? Ach, unter dem Spiel. Du Hund? September. Jenna, Ruby und ich haben Esther gestern besucht. Ruby liebt es immer, ihre Großmutter zu sehen. Oma nennt sie... Sie? Ach, Oma nennt sie sie. Ah, es geht ihr in den letzten Monaten nicht so gut. Wir sind neulich am Wochenende vorbeigefahren und sie starrte nur die Wand an. Wir mussten sie richtig schütteln, um sie zur Besinnung zu bringen.
dann ging es ihr wieder gut, ob nichts passiert wäre. Gott weiß, wie lange sie noch, wie lange sie das schon macht. Wir haben ihr einen Termin beim Arzt verschafft. Ich sollte eigentlich Ideen für einen neuen Roman aufnehmen. Nein, ich will das Spiel nicht verlassen. Ja, und jetzt? Okay, die Tür kann ich immer noch nicht öffnen. Mann! Der hat schwarze Augen, fällt mir gerade auf. So, ich weiß nicht, ob das irgendwas zur Sache tut. Aber okay. Mr. Hopp, du Schweinebus, Mulmus, Maximus. Halt dein Maul! Scheiß spielt. Oh, da sehe ich sowas. Wunderbar. So, 14. September. Jenna und ich haben heute wieder bei Esther vorbeigeschaut. Jenna ist die Mutter, ne? Genau. Es war schmutzig. Ich bin mir nicht sicher, wie es so schnell so schlimm werden konnte. Esther scheint sie ja nicht sauber zu halten. Und es ist fast so. Und es ist fast so. Achso, als hätte sie uns nicht erkannt. Der Termin ist morgen. Jenna ist besorgt, dass sie vielleicht in die Pflege muss. Ich werde das dokumentieren. Ich hoffe, Ruby muss sie nicht so sehen. Ich kann nicht lesen. Halt deine Fresse. Oh, ich könnte vielleicht. Ne, in der Kommode konnte ich nichts gucken. Schade. Spielzeugauto. Der Bastard. Ich sag's wie es ist, ich werde sterben. Deswegen, liebe Kinder, zurücklehnen. Die Show genießen. Man nennt mich ja auch Super Mario. Mann! Ich kann diese verschissene Tür immer noch nicht öffnen.
Ja, wir sind tatsächlich übelste Profis in dem Game, habe ich das Gefühl. Und so langsam geht hier die Sonne unter. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Hier so. Ich rück einfach mal ein Stück. Zurück. Geht immer noch nicht. Runter. Alles gut. Also noch ist alles gut. Nein. So, 15. September. Zur Zeit der Aufnahme liegt Esther im Krankenhaus. Ihre Nachbarn haben sie in den frühen Morgenstunden die Polizei gerufen, weil sie sie schreien hörten. Sie wird für ein paar Tage dort bleiben. Wir haben Ruby gesagt, dass sie gestürzt ist und dass es ihr gut geht. Wir warten auf die Diagnose. Raus können wir immer noch nicht. Uhu, Karnickel. Tschüss. Oh, jetzt bluten die Augen schwarz. So, ja, wir tackeln einfach mal hier weiter. Warte, wir lassen ihn durch. Da ist noch Tape. Ja, 17. September. Wir haben Ruby ins Krankenhaus gebracht, um ihre Oma zu besuchen. Esther bastelte ihr ein Plüschchen namens Mr. Hop, ein kleines Kaninchen. Esther hat immer ihre Kleidung und ihr Spielzeug gestrickt. Ruby war dankbar, aber ich muss zugeben, dass das Spielzeug irgendetwas an sich hat. Etwas ziemlich Beunruhigendes. Nein, was? Der läuft jetzt hier in unserem Haus amok, liebe Kinder. Tschüss. Ich glaube, im Keller ist halt nichts mehr. Demnach, ja, dackeln wir einfach mal zurück. Ne, Ruby? Genau. Steht da. Ja. Inzwischen haben wir schon 4 von 6 Tapes. Inzwischen fängt er die Ding. Gut, und ich würde sagen, damit soll es das gewesen sein mit dieser Folge, Bullshit Monday, genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen da oben da und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und ciao!